Sei herzlich gegrüßt, hier in Anis Welt. Heute mit einem Dolmen mit dem vielsagenden Namen der steinerne Schlüssel, der sich in Appeldorn befindet. Das Steingrab wurde aus Granitsteinen errichtet. Angeblich wurden diese Granitsteine mit der letzten Eiszeit vor 100.000 Jahren in diese Region transportiert. Ich frage mich, wo dann außer bei den Megalithengräbern der Rest der Granitfindlinge abgeblieben sein soll. Alle größeren Steine, die sich hier in der Gegend befinden, wurden dann offenbar zu Dolmen errichtet. Denn Berge und Felsen scheinen dann eher im Meer versunken zu sein. Tja. Im flachen Emsland, wo nun wirklich keine Berge zu finden sind, kursieren die Sagen, dass Riesen mit diesen Steinen spielten. Und das erscheint mir plausibler als die Behauptung, die letzte Eiszeit hätte diese Steine hierher getragen. Nun aber zurück zu den steinernen Schlüssel. Das Grab, das hier zweigeteilt wirkt, soll ursprünglich wie hier abgebildet ausgesehen haben. Leider befindet sich in der Mitte des Dolmens nichts mehr. Links steht auf drei Jochen ein sehr großer Deckstein. Rechts steht ebenso ein großer Deckstein mit drei Jochen. Was war wohl in der Mitte? Die gesamte innere Kammer soll ca. 5 x 2 bis 1,40 Meter betragen haben. Auf mich wirkte es aber insgesamt größer. Insgesamt lesen sich die Angaben auf der Informationstafel anders als das, was an gegebenen Verhältnissen vorhanden ist. Auch scheint dieses Steingrab ebenfalls auf einem Hügel errichtet worden zu sein. Warum der große Stein, der etwa 15 Meter weit von dem steinernen Schlüssel entfernt liegt, nicht mit aufgelistet wurde, konnte sich mir nicht erschließen. Es ist der erste Stein, der ans Auge fällt, auf dem Weg zu dem steinernen Schlüssel. Der schöne Name, der steinerne Schlüssel, ist laut Claudia Liebers aus der volkstümlichen Vorstellung erklärbar. Man glaubte, dass Säuglinge mittels eines Schlüssels aus den Steinen herausgeholt werden könnten. Ich sehe das eher als Metapher über die Wiedergeburt des geistigen Wissens der Ahnenfolge. Darüber kannst du dir am besten selber bei einem Besuch dieses Dolmens ein Urteil bilden. Fahr gerne mal hin zu dem steinernen Schlüssel. Viel Spaß dabei, wünscht dir deine Ani. Gerne kannst du meine Arbeit unterstützen. Die Angaben dazu findest du in der Infobox. Hab vielen Dank für deine Unterstützung. Bis zum nächsten Mal.